Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. RB Leipzig gegen Real Madrid. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Von RB Leipzig. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Das ist die Aufstellung von Real Madrid. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Antonio Rüdiger spielt gemeinsam mit Eder Militao in der Abwehr. Luka Modric steht mit Toni Kroos im Zentrum. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Luka Modric jetzt. Da machen sie die Räume eng, Ball im Aus. Amadou Haidara. Vinicius Junior. David Alaba. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Groß mit der Reingabe. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Abgeblockt. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Jetzt könnte der Pass kommen. Ball ist zu lang. Toni Groß jetzt. Alaba über den Flügel. Da sehen wir den Ballverlust. Nun David Alaba. Ja, Madrid, ja, das ist gefährlich. Aber sie finden die Lücke einfach nicht und dann ist der Ball weg.
Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Luka Modric jetzt. Schön vom Ball getrennt, das war eine wichtige Aktion. Ja, mit viel Übersicht. Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Er zieht ab. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke kommt rein. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. In den freien Raum. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen, so tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sie suchen die Lücke. Jetzt können Sie nachlegen. Gibt Ecke. Der Ball kommt rein. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Unwiderstehlich. Der Ball läuft gut. Freistoß für Real. Oh, grenzwertig. Aber die Karte bleibt in dieser Szene stecken. Auf außen wäre Platz für Vinicius Junior. Dribbling in die Mitte. Die Riesenchance. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Ecke Real Madrid, könnte die Ausgleichschance werden. Ecke groß. Den hätte er gerne besser aufs Tor gesetzt, aber da hat er einfach überhaupt keinen Platz bekommen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Könnte der Ausgleich werden. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Ja, der Ball ist drin, aber zählen kann der Treffer natürlich nicht. Ja, die Fahne ging da hoch und ich denke, ja, die Entscheidung ist richtig. Abseits, boah, das war eng, das war richtig eng. Ball in Seitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf.
Real Madrid bestimmt hier auf jeden Fall im Moment das Spielgeschehen, also was den Ballbesitz angeht. Und daraus ergeben sich auch immer wieder Chancen. Also wenn sie so weitermachen, dann packen sie den Ausgleich. Alaba verliert den Ball. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Gute Grätsche, er hat den Ball. Könnte den Konter geben. Alaba ist da, sehr gut aufgepasst. In den Strafraum. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Timo Werner. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal Durchatmen angesagt. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Tolles Zuspiel. Aber dann bleibt dieser Steilpass doch hängen. Gefahr erstmal bereinigt. Und das Spiel geht weiter. Vorteil hier für Real. Hartes Einsteigen, das riecht nach Platzverweis. Die rote Karte also. Eigentlich hatten sie ja alles unter Kontrolle, aber das ist eine Szene, die kann das ganze Spiel verändern. Genau das ist jetzt die Gefahr, das weiß natürlich auch der Trainer. Der ist sauer, der will, dass sich die Mannschaft wieder konzentriert. Sie fangen diesen Ball ab. Die Leipziger machen Druck. Abseits, viele fassen sich an den Kopf. Das war eng, aber die Fahne ist oben. Vinicius Junior. War kein guter Pass. Hat jetzt Anspielstation. Alaba. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gute Aktion. Jetzt Kroos. Ballbesitz Alaba. Die Hereingabe für Vinicius Junior. Machen sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Gefahr erstmal bereinigt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren.
Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Wechsel bei RB Leipzig. Ja, starker Pass. Und damit ist der Ball weg. Abseits. Rückpass bei diesem Einwurf. Klar, das ist gefährlich. Da bist du ganz schnell im Abseits und das haben sie hier wieder gesehen. Real wechselt. Beim Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste, aber sie müssen es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiterhin. Guter Spielaufbau jetzt. Schauen wir mal, ob sie was draus machen können. Real Madrid mit dem Ausgleich. Da sind sie wieder. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Amadou Haidara. Ball erstmal weg. Jetzt könnte der Pass kommen. Klasse Zuspiel. Rodrigo. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Zweikampf von Modric. Zug nach hinten von Modric. Ja, passt auf. Chance für den Konter jetzt. Vinicius Junior. Die Chance für Rodrigo. Zentimeter verhindert das Tor. Ball ist zwar drin, aber abseits. Und sie können es nicht fassen. War das wirklich abseits? Na, das müssen wir uns in Zeitlupe noch mal anschauen, Wolf. Wechsel bei Real. André Silva. Eden Hazard jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aber dann verlieren sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Schöner Pass. Emil Forsberg. Noch steht es unentschieden, aber sie bekommen jetzt noch einen Eckball. Und jetzt erleben wir den Wechsel. Jetzt der Eckball. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Emil Forsberg. Aufgepasst von Courtois. Da verhindert er problemlos das Gegentor. Germany. Eder Militao. Sehen wir noch den entscheidenden Treffer. Im Moment steht es unentschieden. Und es sind nur noch 5 Minuten auf der Uhr. Lukas Vázquez. Super Parade. Klasse gehalten. RB Leipzig mit dem Wechsel.
Ecke groß. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Und damit war es das erstmal da hinten. Da trennt er ihn vom Ball. Eduardo Camavinga. Real Madrid baut das Spiel nochmal auf. Die geben sich hier nicht zufrieden mit dem Punkt. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. 3 Minuten beträgt die Nachspielzeit. Leipzig über außen. So, jetzt könnte es nochmal gefährlich werden. Es gibt die Ecke. Da kommt die Ecke. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Guter Ball, aber auch gute Parade. Der Ball kommt rein. Und das war's. Kein Sieger am Ende der 90 Minuten.